Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in Russland im Jahr 1862. Großes ist hier zuletzt passiert. Wir haben einen neuen Zar. Der alte konservative Knochen ist an Lungenentzündung gestorben. Wir waren auch ganz traurig. Nun haben wir einen neuen Alexander Romanow, 43 Jahre alt. Und was das Wichtige ist, er ist ein Marktliberaler, was uns Reformen ermöglicht. Außerdem ist er selbst auch großer Reformer, was nochmal Bürokratie gibt. Er ist im Übrigen auch sorgfältig, gibt nochmal ein bisschen Bürokratie und erhöht das Tempo der Institutionsgrößenänderung. Und er ist romantisch, das ist nicht ganz so toll, weil es stärkt die Aristokraten, die wiederum vor allem den Landadel dadurch stärken. Das wollen wir eigentlich nicht. So, meine große Freude ist jetzt ein bisschen Ernüchterung gewichen, denn, naja, so beeindruckend ist es jetzt auch nicht, was wir machen können. Es ist wichtig und es gibt schon Möglichkeiten, aber es ist jetzt nicht so überragend wie die Abschaffung der Leibeigenschaft, die er historisch ja auch zu verantworten hatte, die wir aber schon mit dem Agitator durchgeführt haben. Er ist marktliberal und wir müssen jetzt wirklich uns mal anschauen, was können wir dadurch und was ist in dieser Situation jetzt eigentlich sinnvoll für den Gesamtplan. Also einmal Wirtschaftssystem, ist er neutral gegenüber Interventionismus und billigt deutlich laissez-faire. Dann haben wir, das ist gut, weil wir haben Traditionalismus, insofern da kann man was machen. So, schauen wir uns später nochmal genauer an. Kinderrecht ist für uns irrelevant, weil wir haben Kinderarbeit, da kann man jetzt auch nichts ändern, will er auch nicht. Dann Handelspolitik, er mag Freihandel. Wir haben, ich glaube, Merkantilismus oder Protektionismus, bin mir nicht sicher. Da könnte man was machen, müssen wir uns anschauen. Arbeiterrecht ist irrelevant. Grundreform, das war der Punkt, wo wir mit ihm die Leibeigenschaft hätten abschaffen können. Er billigt die Agrarindustrie, ja, ist vielleicht eine Möglichkeit. Okay, gucken wir uns die Optionen im Detail an. Also fangen wir vielleicht erstmal mit dem Thema Grundreform an. Wir sind ja schon von Leibeigenschaft auf Pachtbauern und jetzt wäre, er unterstützt das Agrarindustrie vielleicht möglich. Aber, das Wichtigste ist, das Ganze können wir noch nicht, weil wir Investitionsfonds noch nicht erforscht haben. Das ist auch etwas in der Zukunft noch etwas weiter weg. Insofern spielt das keine Rolle. Ich denke schon, dass Agrarindustrie gut für uns wäre, weil die Pachtbauern bringen ja immer noch plus 25% politische Stärke für den Landadel und das wollen wir nicht komplett loswerden. Wäre also eine schöne Sache. Wir werden vielleicht auch die Forschung in diese Richtung forcieren, aber das können wir jetzt schon mal vergessen. Bleiben zwei Themen eigentlich, einmal Handel und einmal Wirtschaft. So, wir haben Merkantilismus, genau. Wir könnten auf Freihandel gehen. Der Nachteil, also der Vorteil von Merkantilismus, dass wir über Zölle Geld einnehmen. Allerdings ist das praktisch bei uns sowieso kaum der Fall. 4.300 sind eigentlich Peanuts, muss man sagen, bei Nationaleinnahmen von 320.000. Das wäre also nicht so sehr der Faktor. Freihandel würde uns vermutlich helfen. Die Handelsroutenmenge und Kosten spielen gar nicht so eine große Rolle, weil wir kaum welche haben, aber die Wettbewerbsfähigkeit erhöht sich der Handelsrouten und das kann schon unserer Industrie helfen. Ja, also ist okay, ist jetzt aber auch jetzt nicht so der absolute Burner und das Problem ist, dass der Landadel zusätzlich jetzt natürlich da auch noch dagegen ist und verärgert ist. Schauen wir uns das Thema Wirtschaftssystem an. Hier gibt es zwei Optionen, Interventionismus und Laissez-faire. Traditionalismus ist tatsächlich sehr, sehr schlecht und sollten wir loswerden. Vor allem minus 15% Marktzugriff, Preisveränderung, das würden wir loswerden. Das heißt, der Marktzugriff ist nicht so krass. Das hilft uns sehr. Und dann minus 25% Besteuerungskapazität. Das ist wiederum auch krass. Das würde unsere Haushaltsprobleme, glaube ich, auf einen Schlag lösen. Was schlecht ist, Bürokratie-Bevölkerungskosten-Multiplikator würde wegfallen. Wenn wir Traditionalismus verlieren, das heißt, wir würden wieder Bürokratie verlieren. Na gut, und der Rest ist gut. Beitragseffizienz zu Investitionsfonds, diese Mali würden wir auch verlieren. Also ein Wechsel wäre schon wichtig. Interventionismus macht jetzt gar nicht so viel anders, außer dass die ganzen Modifikatoren nicht mehr da sind. Allerdings nur 5% Chance auf Fortschritt. Wir müssten die Industriellen reinholen, was aber nicht geht, weil dann die Regierung sehr instabil ist. Das ist also hier eher das Problem, dass wir eigentlich da nicht wirklich vorankommen.
Laissez-faire wäre eine, glaube ich, die bessere Wahl. Erstens haben wir einen höheren Fortschritt. Zweitens habe ich gesehen, dass es tatsächlich einen Agitator gibt, der sich für Laissez-faire einsetzt, nämlich Gaspar von Keppel. Der ist sogar ganz gut. Also da würden wir das noch ein bisschen realistischer hinbekommen. Das ganz, ganz, ganz große Problem hierbei ist, dass, wenn wir das machen, wird der Landadel radikalisiert. Und das bedeutet fast sicher ein Bürgerkrieg und eine Revolution. Und das ist eine sehr unschöne Situation, die ich wirklich vermeiden möchte. Insofern ist das jetzt eigentlich meine Wunschkonstellation, mein Wunschreform. Aber ich werde sie nicht anstreben. Im Moment, wir müssen es hinbekommen, dass der Landadel sich nicht radikalisiert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was die Radikalisierungsgrenze ist. Ich glaube bei minus 10. Das heißt, wir sind 7 Punkte entfernt von dieser Grenze. Wir müssen also 7 oder 8. Wir müssen also irgendwie den Landadel müssen wir irgendwie dazu bringen, dass er hier auf 10 oder 11 geht. So, und jetzt kommt wieder das ganze Thema, was ich noch nicht hundertprozentig verstanden habe. Was meint eigentlich, dass die Gesamtzustimmung von plus 5, also dass die von eigentlichem Wert plus 12 abgeriegelt ist? Ich vermute mal, man kann über die Gesetze halt nur plus 5 bekommen als Bonus, wäre jetzt meine Interpretation des Ganzen. Das heißt, um das Ganze hier zu verändern, müssten wir abwarten, bis der Landadel nicht mehr sauer ist wegen der Berufsarmee und der Pachtbauern. Dann würden wir schon minus 6 wegbekommen. Minus 2 durch Ungunst in der Regierung. Was ist damit gemeint? Ungunst in der Regierung. Wo kommt das her? Hat das was mit der umkämpften Regierung zu tun? Nee. Was ist mit Ungunst? War das irgendein Event-Modifikator, den wir mal bekommen haben? Aber ich weiß nicht, wo ich ihn wiederfinde. Ungunst in der Regierung. Übersicht. Oder ist das hier irgendwas Negatives? Bin ich mir nicht sicher, wo das jetzt herkommt. Das wäre schön, wenn man das loswerden könnte. So, das heißt, wir werden erstmal den Zeitablauf abwarten. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Events, um das irgendwie, um die noch gnädig zu stimmen. Ich werde deshalb auch nicht das andere Gesetz starten. Wir werden jetzt gar keine Gesetze starten. Wir werden Folgendes machen. Wir werden die Regierung umbilden und die Streitkräfte rauswerfen. Damit kriegen wir wieder eine legitime Regierung und erhöhen vielleicht noch die Loyalisten. Was uns dann auch nochmal hilft. Ja, und es bleibt weiterhin wichtig, den Landadel zu schwächen, weil dann wird es natürlich auch nicht so stark, aber mit 32% ist das wirklich relevant. Und hier irgendwie die Stimmung zu verbessern. Okay, und das ist also jetzt das. Das heißt, im Moment sehe ich keine großen Handlungsoptionen. Wir nutzen aber die Zeit, glaube ich, um dann tatsächlich diesen Krieg gegen China zu forcieren, weil wir politisch im Moment jetzt nicht super handlungsfähig sind. Ah, und wir nutzen auch die Zeit, um die Bürokratie zu verwenden, um jetzt unsere Bildungsanstrengungen zu forcieren. Das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig für unsere gesamte Ökonomie. Okay. Ich warte ein bisschen, bis wir hier die Baumaßnahmen abgeschlossen haben. Fraktionierte Destillation wird freigeschaltet. Das heißt, unsere Lebensmittelfabriken bekommen die Möglichkeit, mehr Spirituosen herzustellen. Ist, glaube ich, für uns jetzt nicht ganz so entscheidend. Okay. Hier tobt durch den Bürgerkrieg, wenn ich es richtig sehe, gegen die Bauern, kann der Krieg von Preußen gegen Österreich nicht weiterlaufen, was auch etwas skurril ist, weil es keine gemeinsame Grenze gibt. Garibaldi hat Österreich verlassen. Ja, wie sieht jetzt hier diese Geschichte aus? Die Vereinigten Staaten? Was? Helfen? Das ist ja absurd. James Longstreet ist hier am Start. Helft Österreich? Ist das so? Können wir uns das nochmal angucken? Das ist dieser Konflikt, ne? Tatsächlich. Die Vereinigten Staaten und Brasilien, die sind dem Kirchenstaat beigesprungen. Sehr, sehr merkwürdig. Würde in echt niemals passieren. Naja, okay. Es ist, wie es ist.
So, wir bauen immer noch. Langsam geht es zu Ende. Damit werden wir dann auch ins Plus kommen. Temporäre Landesausgaben, Bauwaren 91.000. Warte mal, kann das sein, dass wir so deftig ins Plus kommen werden, wenn wir nicht bauen? Okay, Bauernaufstand ist niedergeschlagen. Das ist natürlich heftig. Das wird uns dann problemlos die Kriegsführung ermöglichen, würde ich sagen. Sind unsere Truppen inzwischen hier angekommen? Also unsere Flotte ist angekommen. Ja, das sehe ich natürlich hier nicht. Das muss ich mir hier anschauen. Ja, wir sind da. Die sind auch da. Hervorragend. Okay. Man sollte vielleicht die anderen Truppen auch schon mal in die Richtung schicken. Und zwar betrifft das sowohl die erste als auch die zweite Armee. Die erste Armee mal nach Westsibirien nutzen. Die müssten doch eigentlich. Achso, Westsibirien ist sehr groß. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Dann schicken wir sie lieber nach Ostsibirien. Nutzen die jetzt eigentlich die transsibirische Eisenbahn dafür? Sieht im Moment nicht so aus, ne? Die ist doch woanders lang geführt. Und die zweite Armee kommt auch dahin. Von dort aus werden wir dann die Front bestücken, wenn es dann soweit ist. So, tatsächlich, wir sind jetzt schon gut im Plus. Sehr gut. Und wenn das durch ist. Dann sollten wir deutlich ins Plus kommen und haben dann auch die Möglichkeit, längerfristig, denke ich, einen Krieg zu führen. Ansonsten gilt unser Blick immer hier, dem Landadel, der jetzt schon bei plus 4 ist. Ist doch ganz nett. Was passiert hier in Europa? Boah. Okay. Wow. Jetzt greifen die Franzosen hier so richtig ein und die Österreicher. Jetzt wird Berlin erobert werden. Der Krieg ist bald vorbei, so wie es aussieht. Plus 31.000. Ja, es geht noch ein bisschen weiter hier. Plus 39.000. Ja, das ist doch gut. So, was ist hier? Landadel ist jetzt zufrieden auf plus 5. Oder okay, das funktioniert. Wir bekommen damit mehr Einfluss. Hervorragend. Österreich-britische Rivalität erklärt. Gut. Warte mal, warum geht das jetzt so fix? Was ist hier gekommen? Diese minus 2 dieser alten Gesetzesänderungen sind abgelaufen. Aber was Ungunst bedeutet, weiß ich immer noch nicht. Durch Ungunst in der Regierung. Ungunst. Modifikatoren. Ach, hier. Das war tatsächlich ein Event. Ungunst in der Regierung. Hier haben wir es. 13 Wochen ist das noch. Das ist aber okay. Das heißt, da kriegen wir dann auch nochmal die 2 dazu. Und dann sind wir gar nicht mehr so weit entfernt von den plus 11, die wir benötigen, damit die nicht radikalisiert sind. Ah, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gut. So. Wo sind unsere Einheiten? Die sind da angekommen. Okay, dann würde ich sagen, gibt es jetzt keinen Grund mehr zu warten, aber wir müssen ein bisschen überlegen, was das Militär betrifft, wie wir sie ausstatten. Ich würde sagen, tatsächlich die erste Armee, das ist die reine Defensivarmee, bekommt keine Zusatzvorräte. Das geht auch ohne. Ich glaube nicht, dass dass das Himmlische Reich in die Gegenoffensive geht. Aber sowohl die zweite Armee als auch die dritte Armee erhalten das. Ah, wir hätten hier Eisenbahntransport natürlich aktivieren müssen, wenn wir das gewollt hätten. Pass mal auf, das werden wir jetzt vielleicht sogar machen. Während des Krieges. Kann uns das sicher nochmal helfen. So, und was ist hier noch möglich? Opium. Moral, Regeneration. Moral, Moral, Moral. Ja, wir haben sehr viel Zucker. Wir werden Schokolade ihnen mitgeben. Opium war sowieso ein bisschen teuer. Ach, das kriegen die auch so hin, oder? Tabak, Spirituosen. Ich weiß gar nicht, wie die Spirituosenpreise bei uns stehen. Hier haben wir die irgendwo, oder? Spirituosen sind relativ günstig.
Na gut, dann gönnen wir Ihnen das auch. Dann gibt es noch ein bisschen Schnaps. Okay, aber ihr seht halt, wie die Kosten natürlich explodieren. Am teuersten sind tatsächlich die Motoren, die wir zahlen müssen. Wisst ihr was? Das ist es eigentlich nicht wert. Ah, okay, aber jetzt habe ich es verringert, die Organisation. Das wird aber während des Diplo-Vorfalls, glaube ich, wieder kompensiert werden. Ich gehe wieder runter. Ist ein bisschen, war mir nicht bewusst, dass das ein Problem ist. Das kriegen wir aber wieder auf 100 rechtzeitig. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal ganz genau nachschauen, welche Region wir wirklich haben wollen. Und zwar geht es um Äußermandschurei, Ili, Tomsk, Kirgisien. Also, Interaktion. Staat erobern. Das kann man auch ein bisschen einfacher machen, indem man hier auf die Diplomatielinse geht. Diplomatieforderung, glaube ich. Staatsrückgabe. Und dann können wir jetzt schon mal. Der Hauptkriegsziel, würde ich sagen, ist Äußere Mandschurei. So. Okay, Japan könnte sich einmischen, ansonsten niemand. Interessanterweise die Briten nicht mehr am Start. Finde ich gut. Bestätigen wir das erstmal. So. Und dann Kirgisien und Tomsk wollen sie direkt auch haben. Dann werden wir jetzt unsere weiteren Kriegsziele hinzufügen. Staatsrückgabe. Ah, hier ist es vereinfachter. Und das bringt auch tatsächlich wirklich nicht viel Verrufenheit, finde ich gut. Weil wir Ansprüche darauf haben. So. Haben wir immer noch 70 Schachzüge, ist das so? Erstaunlich. Ich würde tatsächlich jetzt sogar so weit gehen und die zur Hauptforderung machen. Denn ohne das gehen wir hier nicht raus. Und ich würde noch, man könnte sich noch überlegen, ob man eine Landverbindung, warte mal, wir können mal aus dem Diplomatie-Ding rausgehen, in Richtung Korea herstellt. Südmandschurei, Shengjing wäre natürlich gut, dann hätten wir Port Arthur hier mit verbunden. Wir können mal gucken, was das kostet. Südmandschurei, wo finden wir das? 10. Wir sind jetzt bei 14. Was ist im Moment die Gesamtzahl, die wir jetzt hier gerade haben? Sieht man es irgendwo? Oder ist das schon raufgekommen? Das ist, glaube ich, schon raufgekommen, ne? Ja, dann ist das ja gar nicht so dramatisch. Okay, das machen wir aber nicht als Hauptziel. Staat erobern. Südmandschurei. Ja, das kommt immer direkt mit rauf. Und, was hat man noch gesagt? Wie heißt das hier noch? Shengjing. So, das müssen wir nur irgendwie finden. Warum man das nicht hier anklicken kann? Das ist ein bisschen schade eigentlich. Da haben wir es. Was? 22,5? Nee, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Wie wäre es denn noch mit der anderen Mandschurei? Was gibt es hier noch? Da gab es noch Nordmandschurei. Nochmal 10. Sind wir bei 34. Ja. Und vielleicht noch Kriegsreparationen. Nochmal 10. Sind wir bei 44. Ich würde sagen, ja. So, das sind unsere Kriegsziele. Jetzt kommt es drauf an. Aber worauf kommt es eigentlich drauf an? Eigentlich wäre, glaube ich, nicht, dass ihnen da jemand beispringt. Um ehrlich zu sein. Wir werden sehen. Wir müssen nur gucken, dass wir natürlich jetzt mobilisieren müssen. Das sind unsere Verbündeten. Okay. Ja, ich würde sagen, ja, wir warten mal noch ab, ne? Ist ja noch ein bisschen Zeit.
Wir wollen noch unnötig Geld ausgeben. Noch so viel schön im Plus. Oh, okay. Die haben dann doch noch einen Verbündeten gefunden mit 63 Bataillonen. Ah, okay. Korea in gewisser Weise ist da auf ihrer Seite. Sie haben die beeinflusst. Naja, lieber Korea als Japan. Ich hoffe, wir kommen damit zurecht. Ja. Mobilisierung. Nicht vergessen, aber das mache ich erst, wenn ich hier halb unten bin. Aus Kostengründen. Spanien hat die Rivalität erklärt. Ja, wir sind natürlich jetzt international wieder unten durch. Klar. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Unsere Verbündeten gehen hier schon sehr schön in Stellung. Das gefällt mir. Großbritannien. Jodhpur annektieren. Mhm. Dort. Wir haben jetzt ein 54.000 plus. Ich bin mal gespannt, was die... Okay, das ist, wird jetzt ein bisschen unangenehm. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Kann man die eigentlich zurück beeinflussen? Nee, ne? Ja, ich glaube, es geht inzwischen. Auch mit dem letzten Patch oder irgendwas ist da möglich. Aber wir sehen da, dass wir da keine Chance haben. Ja, okay, das sind nochmal 176 Bataillone. Das ist unangenehm. Ich fürchte, wir müssen unsere andere Flotte da nochmal hinbringen. Uiuiuiui. Damit wir sicher gehen, dass die irgendwie nicht landen können. Ich weiß aber nicht, wie man das am besten macht. Wir werden sie mal hier hinbringen. Wir werden überhaupt mal der Flotte irgendwie einen Befehl geben. Ja. Marineinvasion will ich nicht. Zum Seeknoten. HQ. Warte mal, es gab doch diese Flottenbefehle. Ah, das macht man bei ihm hier, ne? Warte, hier. Genau, koordiniertes Abfangen. Aggressives Abfangen. Abfangen. Wir machen bei ihm koordiniertes Abfangen. Das finde ich gut. Und... bei der Truppe, die da nach Japan gesendet wird, bei der Schwarzmeerflotte, da machen wir aggressives Abfangen. Ja, machen wir das so. Gut, dann würde ich sagen, ist jetzt der Moment gekommen, wo wir mal unsere... Oh, wir haben Bildung erhöht, sehr schön. Wo mal wir unsere Truppen auch mobilisieren sollten. Und zuweisen sollten. Also die dritte Armee rückt vor, Front voranbringt. Das ist entscheidend. Wichtig ist, dass sie zur richtigen Front dann auch gehen, nämlich zu dieser. Die Poafa-Garnison, die werde ich auch mobilisieren. Aber die wird auch hier bei dieser Front sein, aber... der wird nur verteidigen, ist ja logisch. So, wir müssen natürlich ein Kriegsziel definieren. Ich würde sagen, machen wir erstmal das hier als strategisches Ziel, die äußere Mandschurei. Jetzt haben wir die erste Armee, die dient allein zur Verteidigung. Sie wird an diese Front gehen und wird komplett Front verteidigen. Und dann haben wir die zweite Armee, das ist unsere eigentlich starke Offensivarmee. Die bringen wir auch an die Front und du wirst die Front voranbringen. So, die dürften relativ zügig da sein. Unsere Verbündeten, okay, der Gegner scheint einen Hauptteil seiner Kräfte hier zu bündeln, das ist interessant. Mal sehen, wie sich unsere Truppen dann da irgendwie verteilen. So, da gibt es irgendwie separat Frieden oder vielleicht auch komplett Frieden. Ist Preußen noch im Krieg? Nein. Also, kann sein, dass Preußen draußen ist, was die deutsche Einigung betrifft. So, das ist aber jetzt hier schlecht. Wir haben echt einen Engpass von Munition und Handfeuerwaffen. Okay, dass die Sachen teuer sind. Oh, minus 81.000. Damit habe ich gerechnet. Aber dass wir zu einem Engpass kommen, das ist schlecht. Lass uns welche einkaufen. Aus Preußen. Die haben bestimmt ihre Produktion hochgefahren. Finde ich gut. Können wir noch irgendwo Munition kaufen?
Auch aus Preußen. Ja, sind noch im Kriegsmodus. Das sollten wir aber mal kurz überprüfen. Wir hatten, glaube ich, in Luhansk die Produktion. Kanonengießereien. Ach ne, die machen Kanonen. Wo haben wir... Wo produzieren wir unsere normalen Waffen? Gebäude, Städtisch. Waffenfabriken. In Samara, okay. War mir jetzt gar nicht bewusst. Ja, das sieht im Moment nicht mehr nach Engpass aus. Wahrscheinlich, weil wir importieren. Hartholz ist ein Problem. Ich würde sagen, wir... Das erhöht natürlich jetzt schon wieder unsere Kosten, aber wir bauen mal hier ein bisschen aus. Ja, und das Problem Munition hängt ein bisschen damit zusammen. Ich meine, die stellen jetzt ein. Scheint auch zu klappen. Ah, es sind ein paar Ingenieure arbeitslos. Hier werden wir also die Produktion dadurch sowieso ein bisschen forcieren. Hier ist halt auch noch Potenzial. Naja, hoffen wir mal, dass sich das so regelt. Wir sind bei minus 125.000. Das müssen dann alles die Chinesen bezahlen. Werden wir hoffentlich das Ganze gewinnen werden. So. Eieiei. Handfeuerwaffen schon wieder knapp. Das ist doch nicht schön. Noch ein bisschen aus dem britischen Markt und aus dem französischen Markt. Also eine Waffenknappheit, das, da kann man natürlich keinen Krieg führen, ne? Aber die Kosten, die steigen ins Unermessliche. Oh mein Gott. Ja, ja. So, aber bald geht der Krieg los. Hier sind wir überlegen. Hier sind wir zahlenmäßig zumindest nicht überlegen. Kann aber gut sein, dass der Gegner hier noch ein bisschen umdisponiert, abzieht. Ein teures Vergnügen werden dieser Krieg. Ich hoffe, es lohnt sich. Zu den Waffen. Das Problem wird dann natürlich noch Japan sein. Unsere Flotte ist im Übrigen noch lange nicht da, aber das geht jetzt nicht anders. Und ja, bin mal gespannt, ob die hier irgendwas reißen. Bin mir auch nicht ganz so sicher, wie wir darüber informiert werden, was hier so los ist. Gut, naja, es kommt zu einer ersten Schlacht. So wie es aussieht. Beziehungsweise... Ja. Roseon ist schon da. Ach, die brauchen gar nicht landen. Ja, Quatsch, Roseon natürlich nicht. Aber die Japaner müssen wahrscheinlich irgendwie landen. Wobei, die können, glaube ich, einfach hier rüber, ne? Bin mir nicht sicher, ob wir das verhindern können. Gut, das können wir abwehren. Wir haben noch ein bisschen Goldfelder entdeckt. Das ist nett. Weiß gar nicht, ob wir da was aktiv machen müssen. Und hier hoffe ich jetzt natürlich auch auf einen Vormarsch unsererseits. Ja, was, wir müssen hier immer mal hin und her gucken. Vielleicht auch ein bisschen Tempo runternehmen. Tatsächlich, wir marschieren... Hier? Hier haben wir eine Schlacht? Obwohl ich das andere als Schwerpunkt gemacht habe. Aber unsere Offensive ist gut. 51. Passt. Kosten auch schon wieder ein bisschen runtergegangen. Mal sehen. Hier auch die nächste Schlacht. Kokand hilft uns dort. Ärgerlich finde ich, dass man das strategische Ziel definiert und dann findet da doch nichts statt. So, verirrt ist schlecht, minus 10%, aber es reicht trotzdem. Die Defensive des Gegners ist zum Glück nicht stark genug. Also ich würde mal sagen, militärisch sind wir überlegen. Die Frage ist, wie lange können wir das durchziehen? Außerdem, oh, es gibt eine Revolution in Italien. Außerdem sehen wir, dass Konvois versenkt werden. Und bin mir nicht ganz sicher, wo jetzt wie. Gelbes Meer. Hier. Das sind jetzt Konvois, die uns hier eigentlich verstärken. Das müsste die wahrscheinlich die Kampffähigkeit der Armee reduzieren, wenn das passiert. So, aber ich würde gerne mal hier irgendwie so Schlacht... Aha, hier sehen wir die... Ah, schaut mal, das ist ganz interessant. Hier sehen wir die Versorgungsnetzwerkstärke. Und durch die erfolgreichen Konvoi-Überfälle sehen wir, dass die bei 95% sind. Das heißt, das wird die Armee hier an Kampfstärke verlieren.
Das geht noch, würde ich mal sagen. Hier sehen wir, was die Marine macht. Wir sind deutlich besser aufgestellt. Aber ich wäre schön, wenn man auch hier mal Schlachten sieht. Ah, hier, aktive Seeschlacht. Sehr cool. Da haben wir eben Pavel Nachimov, der ist richtig gut. 32 gegen 17. Das heißt, hier müssten wir tatsächlich mit unserer Flotte dafür sorgen, dass die Versorgung läuft. Da bin ich recht optimistisch. So, diese Schlacht wird gewonnen werden. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt erobern. Das ist einiges. Das ist einiges. Erfreulich. Okay. Hier oben leider findet nach wie vor keine Schlacht statt. Hier sind tatsächlich ja, das Himmlische Reich dann doch in die Offensive gegangen. Aber es sieht so aus, als ob wir hier gegenhalten können. Und hier 556 Bataillone. Meine Güte. Die Front sieht aber auch sehr stabil aus. Sie sind sogar relativ weit schon vorgedrungen. Wow. Der Gegner hier noch mit zwei Flottillen. Würde ich gerne nochmal gucken. Scheint. Hier sehen wir die Seeschlachten. Zwei Siege. Jeweils mit gegen acht Flottillen. Sehen wir auch hier irgendwie das Ergebnis? Ja, sehen wir hier. Okay. Sieht man auch irgendwie, ob Schiffe. Achso, Schiffe werden ja in diesem Spiel nicht, die gehen ja nicht kaputt, sondern die werden dann irgendwie mit Orga 0 in die Häfen zurückgebracht oder so. So, wie sieht es hier aus? Ja, unsere zweite Flotte ist hier auch erfolgreich am Kämpfen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hilft, um das Shogunat hier abzuhalten. Aber schien mir jetzt der einzig logische Weg, das zu tun. Aggressives Manöver funktioniert. Hier oben haben wir immer noch keine Schlacht. Skurrilerweise. Wahrscheinlich, weil die alle mit Verteidigungsaktionen beschäftigt sind. Hier haben wir das abgewehrt. Sehr gut. So, da ist irgendwas los. Interessiert uns aber nicht. Norddeutschland erklären wir Neutralität. Und hier geht es um den Kirchenstaat. Mal wieder erklären wir auch Neutralität. Alles klar. Interessanterweise sind wir jetzt nur noch bei minus 26.000. Komisch, warum er immer noch die temporären Landesausgaben hat, obwohl gar nicht mehr gebaut wird. Das ist, glaube ich, aber nur ein Nachjustierungsding. Das heißt, mit dieser Bilanz kann man den Krieg führen. Da bin ich jetzt optimistisch. Das wird funktionieren. Es hat sich jetzt alles irgendwie so ein bisschen eingerödelt. Aber was ist hier los? Warum ist Persien nicht verteidigt? Wo kommt die denn bitte her? Das ist natürlich super schlecht. Ich hoffe, dass die irgendwie jetzt hier diese Front besetzen. Wir sehen, ob irgendwas auf dem Weg ist. Ja, die Perser gehen zurück und verteidigen ihr Land. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Nun ja, ist doch ein bisschen eine andere Hausnummer als zuletzt, aber noch bin ich ganz optimistisch. Wir werden sehen, wo uns das hinführen wird. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.